Ja, moin und willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Moin. Und apropos moin, würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass ich diesen Part gerade relativ früh morgens aufnehme? Nicht? Na, wundert mich auch gar nicht, weil ganz ehrlich, so inkonsequent wie ich die letzten Male immer gewesen bin in Sachen früh aufstehen, würde ich mir das selber nicht mal glauben. Aber es ist wirklich so. Ich bin heute um 7 Uhr aufgewacht, blieb dann auch wach. Ich bin nicht wieder weggepennt, wie das sonst der Fall ist. Nein, ich habe es geschafft, endlich mal wach zu bleiben. Und aufgrund von ja den Weckern, die ich halt eben so am Usen bin, also den Weckertönen, ich habe mich jetzt mal auf so ein paar andere Weckertöne spezialisiert und eingestellt. Und ich habe das Gefühl, die wirken Wunder. Nichts da mit den Rap-Tracks, die ich als Wecker-Klingelton benutze, nein. Was man braucht auf der Welt sind richtig nervige Weckertöne. Und ich kann euch vielleicht mal welche zeigen. Ich hoffe, ich werde hier nicht von Apple oder so weggestrikt, weil wir können es wagen, unseren Wecker-Sound zu benutzen. Im Video. Und damit macht ihr bei unseren Nacken Geld. Kleines Schwein. Erstmal rede ich nur ganz kurz über euren Wecker-Klingelton. Also bitte mal ganz die Füße auf dem Boden lassen, ja, nicht auf dem Tisch. Da gehören sie nämlich gar nicht hin, du Sau. Haben wir uns da verstanden? Gut. Ja, also es gibt halt so ein paar Weckertöne, die, ja, was soll ich sagen? Die klingen so nervig, dass man davon halt wach wird und dass man sich halt dadurch auch gezwungen fühlen muss, den Wecker auszumachen, weil du hast keinen Bock, diesen Wecker-Klingelton weiter zu hören, diesen. Warum sage ich jedes Mal Wecker-Klingelton? Das ist eigentlich ein Weckton. Also sollte ich das auch eigentlich sagen. Na gut, wir haben hier gerade ein bisschen Verschnaufspause, a.k.a. Ich werde mal ganz kurz den Wecker-Sound anmachen. Das ist halt einmal der hier. Ja gut, der ist relativ, klingt nach Wii Sports. Aber der hier. Da fühlt man sich, als wäre man in Hogwarts. Und der hier, der ist der nervigste, glaube ich. Oh! Oh mein Gott! Es gibt keinen nervigeren Klingelton für Wecker. Wecker-Klingelton. Wer kennt's? Like, wer es kennt, bitte, lol. Ich wette, die wenigsten von euch. Der ist so nervig, Alter. Ich habe den ein paar Mal angehabt und ohne Witz, dieses Gefühl, du wirst wach und hörst diesen Wecker-Sound. Du willst einfach sterben. So, du hast keinen Bock mehr. Am liebsten umbringen und dich weghängen. Und ja, das wäre dann so das beste Mittel zum Zweck. Aber ja, das ist halt so momentan mein Struggle. Das Problem, dass ich nicht früh aufstehen kann. Und jetzt endlich, nach der längeren Zeit, kam ich mir auf den Gedanken, hey, statt dass du dir bekannte Rap-Tracks benutzt, um wach zu werden, von denen du nicht wach wirst, weil die sind für dich schon so bekannt, dass du dich davon nicht abschreckst, sondern ganz im Gegenteil, du rappst halt noch eine Runde mit und dann pennst du ein. Ja, das ist halt ein Fehler, deswegen hat sich mich mal dazu entschieden gehabt, auf etwas andere Weckertöne umzusteigen und das sind halt die, die ich euch jetzt gerade eben gezeigt habe und die wirken schon diverse Wunder, doch, doch, also die sind schon der Bringer. Zum Glück kein Todbringer, das wäre natürlich richtig hart, aber doch. Ich schätze mal, es lag daran, dass ich diesen Weckerton gehört habe, dass ich wach geworden bin, weil ich denke mal, mit anderen Weckertönen hätte ich es nicht geschafft. Was guckt ihr mich denn gerade so an, Brudingos? Habe ich irgendwas im Haar oder so? Ach ja, das muss meine neue Brille sein, die ihr gerade seht. Ja, komm, passiert. So, wir wollen es natürlich noch ein bisschen bauen, bevor wir jetzt natürlich nach unten in den Kampf reinsteppen. Brauchen geilen Scheiß. Ja, davon rede ich ja die ganze Zeit. Nice Tendo. Ja, komm, let's go. Fuck! Das war geplant. Lol. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, das wird daran liegen, dass ich jetzt, oh Gott!
So, jetzt ist aber hier Feierabend, du kleines Schwein hier, du kleine Sau hier. Cool. PvP. Cool. Ja, hätte ich auch eine schöne Eisenachse gehabt, ich hätte dich auch weggeklatscht. So musste ich halt ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Ja, aber wie gesagt, ja, ich denke mal, der Grund dafür, dass ich an den heutigen Tagen so toll aufwachen kann, das ist der Grund des Weckers. Das muss am Wecker. Ganz ehrlich, ich hatte so oft für Wochen und Monate die gleichen Rap-Tracks als Weckerton gehabt und bin davon nicht wach geworden. Frag Kevin. Frag Kevin. Ich war bei ihm eine ganze Woche lang und ich habe die meiste Zeit die Wecker quasi gehalten, um wach zu werden. Ich habe die Wecker halt für den nächsten Tag angemacht, damit wir halt am frühen Morgen wach werden. Und wer wurde nicht wach? Ich! Warum? Weil ich immer den gleichen Rap-Track gehört habe und das für mich schon so bekannt ist, dass ich mir denke, ja, ist ja nichts Schlimmes. So. Weckertöne müssen schlimm sein. Die müssen sich dir so in den Kopf rennen, dass du das ekelhaft findest. Und zwar so ekelhaft, dass du ihn am liebsten ausstellst und aufgrund dieser Ekelhaftigkeit auch wach bleibst. Kurzes Tutorial 10 nur von meiner Seite aus. Keins Problem, ich hab's euch doch gerne gehilft. Ja, aber genug von Weckerklingeltönen und von Wecktönen. Das ist nämlich heute nicht das Thema. Ihr habt nämlich heute nicht wegen diesem Weckthema eingeschaltet, sondern, naja, wegen des Themas, das hoch oben im Thumbnail und im Titel zu sehen war. Und zwar geht's heute so ein bisschen um den Nintendo Switch Online-Dienst, ja. Falls ich es noch nicht gesagt habe, der Dienst soll circa, wann war das nochmal, gegen Herbst, oder? Sollte er verfügbar gemacht werden? Die Gerüchte wurden also quasi Wahrheit. Es hieß vor ein, zwei Monaten mal, ja, war das nicht schon sogar etwas weiter weg? Jedenfalls hieß es gerüchtemäßig, dass Nintendo den Online-Dienst vom Anfang des Jahres 2018 auf Herbst 2018 legen wird und verschieben wird. Und siehe da, was sie gemacht haben. Sie haben den Dienst verschoben. Geil. Das heißt, solche Dienste wie Virtual Console und so werden auch weiterhin nach hinten geschoben. Richtig geil, Alter. Freue ich mich ja richtig drauf. Das ist ja Gönnung auf meinen pursten Nacken, dass ich jetzt nochmal länger warten darf, bis ich den Online-Dienst bezahlen darf. Und die Virtual Console benutzen darf, weil ich bin immer noch der Meinung, dass diese beiden Dienste einhergehen miteinander. Ja, cool. Ich habe ihn getötet. Cool. 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 Ach, was die Kinder nicht alles cool finden. Weißt du, die tanzen sich an und ich werde geklatscht. Leckt mich! Na gut. Ja, der Online-Dienst, für den wir quasi bezahlen, um online spielen zu können, der uns hoffentlich eine bessere Qualität gibt. Das wissen wir bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht, weil wir haben von einigen Leuten gehört, von einigen Journalisten gehört, von einigen Reviewern auch gehört gehabt, dass zum Beispiel Spiele wie Splatoon 2 über Peer-to-Peer laufen, also quasi über die, ja, Mobilverbindungen oder generell die laufen. Also Splatoon 2 läuft unter anderem als eines der Switch-Spiele ohne Server, ohne richtigen Server. Wir sind quasi unsere eigenen Server, das heißt, wir senden unsere Signale nicht an einen Server, sondern an, naja, in Splatoon jetzt zum Beispiel, an 7 weitere Spieler. Und das geht halt, naja, hin und zurück. Und das Ganze mit jedem anderen Spieler, jeder andere Spieler teilt seine Verbindung dem anderen mit, den anderen 7 Spieler mit uns. Die geht dann wieder zurück. Und das halt immer und immer und immer und immer wieder. Das muss ja immer am Laufen bleiben, so. Bestes Beispiel hier zum Beispiel. Der Typ läuft nach vorne, teilt den anderen Spieler das Signal mit, hey, ich bewege mich nach vorne. Und die Spieler sehen dann, hey, er bewegt sich nach vorne. So einfach kann die Kiste sein. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich frage mich ja sowieso, was dieser Online-Dienst denn überhaupt Neues mit sich bringt. Außer vielleicht die Virtual Console, wenn man nicht mal in solche Spiele wie Splatoon 2 einfach mal so, Server einbauen kann, wenn das Spiel auf Peer-to-Peer geschrieben ist. Das ist jedenfalls das Gerücht, das den Umlauf macht seit vielen Zeiten und, naja.
Ob das letztendlich so ist, das... Keine Ahnung. Ist das bestätigt von Nintendo? Nein, ist es nicht. Darf man das mit Samthandschuhen behandeln? Ja. Kann man aber davon ausgehen, dass Nintendos Online-Spiele auf Peer-to-Peer basieren? Ja, das kann man. So. Und dementsprechend frage ich mich so, wie soll das denn funktionieren? So, wir bezahlen für einen Dienst, der quasi nichts besser macht als vorher. Stand zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist das Problem. Das ist das Problem, das ich habe. Ich zahle gern diese 30 Euro im Jahr. Und warum 30 Euro? Darauf komme ich gleich zu sprechen. Damals war ja immer von 20 Euro die Rede im Jahr. Jetzt hat sich heute ein bisschen was umgeändert. Darauf gehen wir gleich ein. Aber warum soll ich denn 30 Euro für etwas zahlen, was sich probemäßig schon scheiße spielen lässt? Oder halt nicht geil spielen lässt? Weil, guckt euch das hier an. Das ist hier garantiert auch Peer-to-Peer. Weil das kann niemals auf Servern laufen. Auf Servern würde es niemals so hart laggen. Niemals. Und aufgrund von Servern würden nach einem Mega-Lag die Hälfte der Leute nicht den Raum verlassen. Was hier der Fall ist. Wenn es hier einmal richtig krass laggt, verlassen so 2, 3, 4 Leute den Raum. Oder sie fliegen raus. So. Aber ich fliege meistens dann nicht raus, sondern eher die anderen. Was heißt das dann wohl? Sind sie selber rausgegangen, weil sie die Verbindung hier für den Arsch finden? Wahrscheinlich kann man davon ausgehen. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Nintendo muss mich da noch überzeugen. Sie haben den Dienst auf Herbst diesen Jahres verschoben. Okay. So. Nach wie vor aber wissen wir noch nichts über diesen Service. Gar nichts. Wir wissen nur, okay, wir sind gerade in der Probezeit. Seit Release an quasi schon. Und dürfen probemäßig das kostenlos nutzen, was wir mit dem Dienst benutzen können. Aber das ist ja nichts. Das ist gar nichts. Also wir können nichts machen. Wir können keine Räume über diese Option hier aufmachen. Das geht nicht. Wir können hier irgendwie keine Räume aufmachen und Leute zu Spielen anladen, mit den Leuten chatten. Das geht nicht. So. Klar, Nintendo hat auch niemals gesagt, dass sie das reinbauen und so, aber ich an sich fände das schon cool. Und ich will heute nicht über diese ganze Geschichte quatschen. Darüber haben wir schon tausendmal gequatscht und philosophiert, dass ich das halt jetzt nicht unbedingt geil finde, dass wir für etwas zahlen, das nichts verändern wird. Auch wenn ich Nintendo das Geld schon hier und da gönne, aber dann sollen sie auch ein bisschen was dafür tun und uns nicht irgendwie mit einem Mobilgerät abspeisen, beziehungsweise mit einer App abspeisen, die das ersetzt, was auf der Konsole hätte stattfinden können. Voice Chat. Generell Chat. Und diese Drecks-App hier, diese Nintendo Switch Online-App. Ja? Nochmal ganz kurz zur Erklärung, falls ihr euch fragt, was überhaupt Nintendo Switch Online ist. Das ist ein Dienst, den bezahlen wir ab Herbst dafür, dass wir online spielen können. Ja? Ich frage mich, wozu ist das denn nötig? Wieso bezahlen, wenn es momentan sowieso nicht so unfassbar geil funktioniert? Keine Ahnung. Naja gut, das kann wohl jeder für sich selber entscheiden. Ich muss aber sagen, Nintendo muss mich da noch überzeugen und ich erwarte, dass entweder in der nächsten Direct oder auf der E3 ausführlichst gezeigt wird, was dieser Dienst kann. Da kann Nintendo gerne wieder eine 2-stündige Präsentation abhalten. Das ist mir egal, ich will alles wissen, was es dazu zu wissen gibt. Ich will mich da 2 Stunden auf der bei der Reaction hinsetzen. Und gucken, was der Dienst tatsächlich so drauf hat. Dass das klar ist, Fräuleins. Hey, du Schwein! Das erste Mal, dass ich jemanden mit TNT umgebracht habe. LOL! Na gut. Palavern wir mal nicht so rum. Bleiben wir beim Thema, Kai. Ihr habt recht. Entschuldigen Sie. Ich habe gerade eben einen kleinen Fauxpas gehabt. Dafür apologisiere ich mich. So. Denn. Jetzt kommen wir auf das zu sprechen, was ich gerade eben gesagt habe. Was habe ich gerade eben gesagt? Wir zahlen für etwas,
von dem wir nicht wissen, was noch auf uns zukommt. Und ich erwarte, dass da auf der E3 allerspätestens Dinge angekündigt werden. Ich will wieder in diesen Zauber kommen, neuen Scheiß zu hören, geilen Scheiß zu hören. Und in diesen Geschmack und in diesen Genuss komme ich momentan nicht. Aber ich will in diesen Genuss kommen. Ich will neue bahnbrechende Dinge hören, die mich umhauen. Bekomme ich aber leider momentan nicht. Boah, da ist aber jemand richtig abgewichst. Hier ist hier. Mach mal wieder die Scheiße aus. Was soll das? Ey, hallo. Kann das vorher jetzt mal ausgehen? Leider nicht. Schade. Ich will umgehauen werden. Ich will auf der E3. Gib mir ruhig so eine zweistündige Präsentation wie bei... Wo war das nochmal? Wann war das nochmal? Ich glaube, es war 2013, glaube ich. Oder 14. Das war, glaube ich, die E3-Präsentation 2014, wo Miyamoto reingekommen ist, um Pikmin 3, glaube ich, anzukündigen. Oder es war 2013. Irgendwie so. Ich glaube, es könnte auch 2013 gewesen sein. Ich glaube, 2012 wurde die Konsole erstmals angekündigt, die Wii U. Und 2013 bei der endgültigen Wii U-Präsentation. Da hat man dann eine wirkliche Bühnenshow hingelegt und so. Und sowas, ich will sowas wieder haben. So, und immer diese Directs oder diese zusammengeschnittene Scheiße. Ich will den Zauber der E3 sehen und nichts Abgespieltes oder so. Ich möchte Live-Zauber sehen. Ich will, dass wir live vor Kamera umgehauen werden. Und nicht irgendwie etwas Geskriptetes. Gut, Präsentationen sind auch geskriptet, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses live dabei gewesen sein, wenn auch nicht direkt, aber halt durch, wie sagt man so schön... Halt, haut damit dabei gewesen sein. Hey, Brutz, was tun Sie denn da? Hier, Brutz. Ja, also, letzten Endes, wenn man das nicht per E3 ankündigt, dann raste ich vollkommen aus. Ich will allerspätestens in der E3 sehen, während der E3-Zeit sehen, was der Online-Dienst drauf hat, was dazu kommt. Und ich will, dass die Virtual Console damit gehend auch angekündigt wird. Und auch dann in baldiger Zukunft rauskommt. Meine Scheiße, es kann doch wohl nicht sein. Wir warten auf dieses Feature schon seit unfassbar langer Zeit. So, eigentlich seit Release der Switch, wenn man es mal genau nimmt, den Online-Dienst zu bezahlen. Und wobei, hat Nintendo nicht gesagt, ich bin mir nicht sicher, hat Nintendo zuerst mal den Dienst verschoben zu Release und hat quasi gesagt, ja, also von Release aus lassen wir den Dienst dann auf Ende 2017 legen. Und dann Ende 2017 hat man gesagt, nö. Oder Anfang 2018 hat man gesagt, nö. Ende 2018. Wisst ihr Bescheid. Und ich glaube, ich fliege auch gleich raus nun. So. Aber das war immer noch nicht das Thema, worüber ich heute sprechen wollte. Ja, ich warte auf Virtual Console und ja, ich warte auf mehr Features und ja, ich hoffe, dass man das, was man mit der Mobile-App machen kann, auch dann auf der Konsole machen kann. Bedeutet schlicht ergreifend... über die Switch ordentlich Voice-Chatten, Text-Chatten und so weiter und so fort. So, das ist aber nicht das Thema, denn ich habe ja gerade eben gesagt gehabt, dass der Online-Dienst 30 Euro kosten wird. Und wie komme ich darauf? Ganz einfach, Nintendo hat für Australien und Neuseeland Preise veranschaulicht für den Nintendo Switch Online-Dienst und die sehen folgendermaßen aus. Eine einmonatige Mitgliedschaft kostet in Australien $5.95, was da bei uns wahrscheinlich 6 Euro sein wird, $5.99. Und 3 Monate kosten in Entschuldigung, ich habe gerade eben gerülpst. In Australien $11.95, also quasi fast schon $12. Und eine Einjahresmitgliedschaft kostet in
ja, Australien, $29,95. Und ich glaube... dass diese Preise dann auch in Amerika und Europa so übernommen werden. Ich weiß zwar nicht, ob das letztendlich der Fall sein wird, weil zu uns hat man gesagt, der Dienst wird um die 20 Euro im Jahr kosten und 29,95 Euro kommen da in etwa dran. Ich meine, ja gut, der Preis wurde, glaube ich, um 2/3 erhöht dann, wenn man das mal richtig bedenkt. Ich meine, vorher hat man gesagt 20 Euro, jetzt sagt man 30 Euro. Also quasi, nee, der Preis wurde um 50% angehoben. Oder? Weil, wenn es vorher 20 waren, jetzt geht man auf 30 hoch, ergo Preisaufschwung 10 Euro, oder $10 in diesem Falle, sind das ja 50% von den 20, also haben wir da doch auch eigentlich dann schon die 50%, oder wie sehe ich das? Hat sich da recht? Oder was? Ja, moin. Ich glaube, der war ganz gut angekleidet. Das will ich mir doch natürlich gönnen. Ganz klar. Dankeschön. So, ja. Ihr seht die Preise. Um es wie in dieser Kochdoku zu sagen, die Preise sind moderat. Lol. Ja, aber 30 Euro, also wenn wirklich dieses Kostenprinzip genauso übernommen wird, weil ihr seht, Neuseeland zahlt $3 ungefähr mehr für die 12-monatige Mitgliedschaft und Neuseeland richtet sich ja an den australischen Preisen und macht sie ein wenig teurer. Und ich denke nicht, dass wir Europäer oder dass die Amis für diesen Dienst $20 pro Jahr zahlen. Ich glaube, die müssen auch dann auf die $30 kommen und die Europäer müssen dementsprechend auch auf die 30 Euro kommen. Na, wir werden alle natürlich zur Kasse gebeten und das sind die jeweiligen Kostenpunkte. Das ist offiziell bestätigt von Nintendo, das ist offiziell durchgewunken. Vom, natürlich auch vom Bundessozialamt für jugendgefährdende Medien, das ist ganz klar. Und wie ist eure Meinung? Findet ihr die Preise noch okay, verkraftbar? Oder denkt ihr euch, nein! Es wird teuer, kein Bock drauf. 20 Euro hätte ich gesagt, gerne. Aber so, nein. Was geht da vor sich? Immer da unten am Rumschmusen, ey. Schweine. Ich muss dazu natürlich sagen, ich finde den Preis okay. Weißt du, sind das halt 10 Euro mehr. Und ganz ehrlich, wenn Nintendo erstmal 20 Euro angepeilt hat, den Dienst verschoben hat und den jetzt auf 30 Euro setzt, dann kann das ja auch nur eins heißen. Und zwar, dass Nintendo gesehen hat, hey, wir haben da so viel Aufwand reingeschickt, wir möchten dafür ordentlich entlohnt werden. Klar, der Dienst wurde verschoben und so weiter, aber dafür hattet ihr die Gratis-Mitgliedschaft, die Probemitgliedschaft, lol. Ja, nach der keiner gefragt hat, aber okay. Aber ja, das ist so das Ding. Ich finde die Preise okay. Ich erwarte mir aber auch natürlich davon, dass... Mach dich weg, du Schwein! Hat den Totem in der Hand, du Schwein, Alter. Du bist eine Sau. Jetzt kommen sie heran. Nein! Ich erwarte mir von diesem Preisaufschwung von 10 Euro, $10, wie ihr wollt, da erwarte ich mir was von. Ich will, dass Nintendo da ordentlich auf den Tisch schaut und sagt, komm, wir haben länger gebraucht, wir mussten aber auch diese Zeit für uns beanspruchen, weil wir coolere Dinge damit machen wollten. Wir wollten schöne neue Dinge damit anstellen. Dinge, die wir uns vor einem Jahr noch nicht vorgestellt haben. Dinge, die ihre Zeit brauchten. Und für diese Zeit wollen wir entlohnt werden. Und zwar mit den gerade eben schon, wie gesagt, 30 Euro im Jahr. Ich würde euch empfehlen, packt euch die 12-Monats-Mitgliedschaft, weil ich denke, da spart ihr auch ein bisschen Geld runtergerechnet, weil
Ein Monat 6 Euro. Rechnet das mal hoch auf 12 Monate. Ja, da seid ihr schon bei 60 Euro ungefähr, glaube ich. Ja, mindestens. 6 mal 12 sind 72. Holla die Waldfee, das ist ja richtig krass. Was ihr da an Geld spart. Geht auf die 12 Monats Mitgliedschaft. Aber wir gucken natürlich erstmal, was der Dienst denn so drauf hat. Das war so die Thematik. Ich hoffe mir natürlich sehr viele Features, die ihr Geld wert sind. Und kein Scheiß, der genauso aussieht wie jetzt, aber wir zahlen 30 Euro im Jahr. So bitte nicht. Danke fürs Zusehen. Wie ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ciao. Schönen Feuerwerk.